3.145 Zuschauer freuten sich in der NRW Arena in Hagen auf den Spitzenreiter, der ja ordentlich Spiele auf dem Tacho hatte. Es ist das fünfte Match in 10 Tagen, Freitag ja noch die Euroleague-Partie gegen Kaunas daheim. Und aus diesem Sieg sollten die Bayern Stärke ziehen. Jedoch die Gastgeber zu Beginn frischer. Henry Duggett mit den Punkten, klar, die Fans feiern es, die Übungsleiter bemüht, das Spiel anzuschieben. John Bryant sicher aus der Halbdistanz, 12 Punkte am Sonntagabend für ihn. Und doch unterliefen den Bayern 9 Ballverluste bis zur Pause. Hier mal die gelungene Aktion am Brett, stärken der Münchner ja das Inside-Game. Und nun strahlten die Jungs von Svetislav Pesic auch Gefahr von außen aus. Beide Teams ja mit 44% Dreierquote, harmonisch. Auch nach der Halbzeit erzeugten die Gastgeber viel Druck. David Bell mit 16 Punkten. Hagen mit 54-47. Ein enorm wichtiger Dreier von Heiko Schafarczyk hielt Bayern auf Schlagdistanz. 60-62 rein in die letzten 10 Minuten. Und nun der Dreier von Sabovic, der energische Layer von Bryce Taylor. Es folgten Ballverluste, Fehlwürfe und Fouls auf beiden Seiten. Man schenkte sich nichts. In einer intensiven Partie, die der Topscorer dieses Duells am 24. Spieltag, Bryce Taylor, 18 Punkte, 80 Sekunden vor Ende, vorentscheidend prägte, 75-71 bis zuletzt. Zeigten sich jedoch beide Teams kampfstark, Hagen verkürzte nochmal, 76-79, 18 Sekunden vor dem Ende. Doch die nervenstarken Bayern brachten den Vorsprung sicher ins Ziel und schafften den vierten Sieg im fünften Spiel. Nun geht es für die Jungs von Svetislav Pesic am kommenden Donnerstag, 6. März, beim serbischen Meister Partizan Belgrad in der Euroleague weiter. Die BEKO Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?